Außer der Klinge, die verborgen ist. Versteckt in der Schattenwelt wird sie gesucht werden, wenn es an der Zeit ist. Und nur ihr rechtmäßiger Erbe wird sie entdecken. Wer ohne Familie ist, wird wieder vereint werden mit der Vergangenheit. Was soll das unheimliche Gewäsch bedeuten? Eine Klinge, die in einer Schattenwelt versteckt ist? Seltsam. Da steht, wer ohne Familie ist. Die einzige Person im Dorf ohne Familie bin ich. Ah, du denkst, du bist bestimmt, hier ein geheimes Ding zu finden? Warum auch nicht? Sie kommt mir schon die ganze Zeit etwas mysteriös vor. Nun dann, lasst mich euch alle in meine neue Villa einladen. Dann werden wir dir helfen, unsichtbare Dinge zu suchen. Nicht, dass wir Ahnung von übernatürlichem Kram hätten. Aber da wir während unserer Jugendzeit in der Kunst der Feinmechanik ausgebildet wurden, könnten wir vielleicht beim Öffnen einiger Schlösser helfen. Was uns natürlich zugute kommt, wenn wir jetzt das Schloss hier, weil die Tür, die zu war. Genau, die. Und ich habe das noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert mit dem Dietrich-Knacken. Auf jeden Fall habe ich, wo ich das letzte Mal gemacht habe, habe ich einfach eine Taste gedrückt und fertig war's. Beim Schlösserknacken geht es nur darum, die richtige Reihenfolge rauszufinden. Leicht für Leute wie uns, die so gut ausgebildet sind. In der Kunst der Feinmechanik, ganz allgemein natürlich. So, die Tür ist nun aufgeschlossen. Wir warten draußen. Ich nehme einfach nur mal an, dass die die richtige Kombination schon hingestellt hatten, weil wir ja das natürlich brauchten. Ne? Also nicht mal brauchen, wir selber nicht machen mussten, weil die es ja schon können. So, das wollte ich sagen. Und hier ist eine Küche, scheint es mir zu sein. Mit ein paar Töpfen. Und... Oh, der Onkel ist noch zu Hause, wusste ich nicht. Hat der was dabei? Wohl. Wie soll man einem nackten Mann in die Taschen packen? Obwohl, er ist nicht komplett nackt. Ich meine, es ist nur sein Skelett. Aber er hat auch nichts dabei. Steht hier noch irgendwas? Nee. Kann man das kaputt hauen? Ich hau ja immer alles gerne kaputt, aber diesmal mal nicht. Da sind Spinnenweben. Hier ist Brot. Ist hier Brot? Ein Haufen Brot sogar. Und... ein Podest, also so ein Schrein. Mondklinge beschädigt erhalten. Okay, dann müssen wir natürlich wieder zum Schmied, dem wir ja zum Glück auch die Schmiedezange besorgt haben. Damit kann der Leister bei seinen Schustern bleiben. Nee, den Schuhen leisten. Schuster bleibt bei deinen Leisten. So, oh Gott, ganze Sprichwörter durcheinander gebracht. Auf jeden Fall, weil der war ja schneidertechnisch unterwegs, der muss wieder zu seinem Schmied zurückkehren. Und deshalb gehen wir in den Wald und sagen den beiden mal vielleicht, was wir gefunden haben. Je nachdem, wie sie sich jetzt benehmen. Weil der eine hat ja alles geerbt. Und der andere nicht. Ladebildschirm. Waldhaus. Seht, was ich gefunden habe. Unglaublich. Wie aus den alten Erzählungen. Sieht für mich allerdings ziemlich ruiniert aus. Du solltest einen Schmied ausfindig machen, der sie aufarbeitet, bevor du sie im Kampf verwendest. Wo wir schon davon sprechen, bist du sicher, wirklich jemand zu sein, der mit einer Klinge umgehen sollte? Naja, vielleicht kann er uns noch etwas beibringen. Zugegeben, etwas Übung könnte nicht schaden. Also jetzt, wo unser Streit beigelegt ist, können wir nach Venedig zurück. Und wegen dieser seltsamen Fremden auf der Straße ist es wohl sicherer, wenn wir zusammenreisen. Komisch. Ich muss dir zustimmen. Einmal. Ich muss auch nach Venedig. Dann kannst du uns gern begleiten. Wir warten auf dich am Tunneleingang und durchqueren diesen dunklen und gefährlichen Gang, sobald du bereit bist. Aber vorher werden wir sicherstellen, dass dich nicht der nächstbeste Schurke in Stücke zerteilt. Lass uns also deine Kampffähigkeiten auf die Probe stellen, hier und jetzt. Was sagst du? Legen wir los. Ja? Großartig. Kämpfe gegen mich und höre auf meine Hinweise. Einige Feinde sind in der Lage, deine Schläge zu parieren. In diesem Fall kann ein direkter Angriff ihnen keinen Schaden zufügen. Doch wenn du schnell bist, kannst du von den Seiten oder von hinten angreifen. Das tust du, indem du schnell abrollst und gleich zuschlägst. Abrollen nach links oder rechts, dann zuschlagen. Versuch es. Jetzt. Abrollen und schlagen. Drücke Leertaste, um eine
und eine Richtungstaste, um in die entsprechende Richtung zu rollen. Ach, vielleicht habe ich das vorhin falsch rum gemacht. Erst die Richtungstaste und dann die Leertaste. Aber wenn ich nämlich nah genug an einem Feind bin, dann wird das von Scarlet auch automatisch fokussiert. Ach, ich mach's einfach. So. Ich bin erstaunt. Du bist schnell und scharfsinnig. Als nächstes solltest du Kombinationsangriffe lernen. Aber für den Anfang sollte das hier reichen. Du warst überraschend gut. Vielleicht überlebst du tatsächlich, bis wir, sagen wir mal, die Küste erreichen. Ha! Wenn du noch etwas übst, schaffst du es vielleicht sogar lebendig bis zu den Toren von Venedig. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Meine Rache wird mich viel weiterführen. Die werden schon sehen, ich bleibe am Leben und tue Gutes. Ich könnte mehr Schutz gebrauchen. Ich überlege gerade, ob wir jetzt einfach stolz auf uns sein sollen und sagen, meine Rache wird mich viel weiterführen und ihr werdet schon sehen. Oder ob ich klug bin und hingebungsvoll sage, weißt du, ein bisschen Schutz könnte ich noch gebrauchen. Vielleicht helfen sie mir dann noch oder geben mir noch irgendein Amulett, weiß was ich, Gedöns. Deshalb sage ich mehr Schutz. Könnt ihr mir noch mehr Schutz geben? Das Beste, was wir tun können, ist, dich auf deiner Reise nach Venedig zu begleiten. Und wenn du dabei bist, wird es sowieso mehr Spaß machen, weil dann tatsächlich noch jemand mit Verstand in der Nähe ist. Wir gehen jetzt. Triff uns im Dorf, wenn du bereit bist, nach Venedig zu reisen. Und vergiss nicht, diese verfluchte Klinge reparieren zu lassen. Jede Macht, die du aus ihr erwecken kannst, kann nur von Vorteil sein. Ach ja, und nimm das hier. Es ist mein Reisebericht. Der könnte dir nützlich sein. Gute Idee. Meinen kannst du auch haben, aber vergiss nicht, ihn mir wiederzugeben, wenn du ihn durchgelesen hast. Neues Tagebuch erhalten. Achso, Starter, kommt noch was. So, Spiel speichern. Die zwei sind verschwunden. So, ich zoome mal ein bisschen raus. Ein bisschen so nah dran herangezoomt. So, und ich gucke gerade nochmal. Hier war das Tagebuch. Die Erweckung der Mondklinge. Ja, das weiß ich ja. Ich dachte, ich finde das Tagebuch von den beiden. Was steht denn da drin? Das würde mich doch viel mehr interessieren. Zange, nein. Nee. Auch nicht. Ah ne, das ist erledigt. Ah, hier. Na, guck mal, über Kräuter. Was wissen wir denn da jetzt? Nützliche Informationen, welche Sachen man essen kann und wovon man sich fernhalten sollte. Leckere Pilze finden sich in den Wäldern und verbessern die Gesundheit. Giftige Pilze sind trotzdem von Wert, wenn man nicht den Wert des Lebens schätzt, sondern die Kraft des Todes. Das ist das Testament, das im Waldhaus zu finden war. Dies ist mein letzter Wille. Das hat sie ja vorgelesen, ne? Ja, das hat sie vorgelesen und das sind die Reiseberichte von Don Ernesto, die viele hilfreiche Informationen über Venedig enthalten. Dies ist eine Sammlung von Tagebüchern, die Nesto und Don mir gegeben haben. Ich habe sie in einem kleinen Kästchen mit einem Bild vorne drauf bekommen und darin war auch eine Silberscheibe. Okay, kann ich die Silberscheibe irgendwie mal angucken? Müsste hier irgendwo sein, aber ist sie jetzt mysteriöserweise nicht? Weiß ich jetzt auch nicht. Ist ja merkwürdig. So, dann gehen wir jetzt wieder zurück zum Schmied. Ich gehe mal jetzt den Weg außen rum. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Ah, ich dachte, da liegt noch Kupfererz. Ich habe mich verlaufen. Nein! Ich habe mich im Wald verlaufen. Wie soll ich jemals wieder nach Hause finden? Alleine. Tief im dunklen Wald. Wo Wölfe sind. Und Assassinen, die mich fressen wollen. Also, die Wölfe. Obwohl, Assassinen traue ich alles zu. Oh, was? Ein Baumstamm. Oh, ein Pilz. Nee, Fliedertau habe ich nicht gehört. Obwohl wahrscheinlich Fliedertau zu der Gattung der Pilze gehört. Aber ich, mag auch keine Pilze. Nee, den Pilz lasse ich weg. Kriege ich jetzt eh nicht. Da hinten ist bestimmt noch ein Assassine. Da habe ich jetzt auch keine Lust. Hä? Die Pilze wachsen echt schnell nach. Und jetzt gehen wir direkt wieder zum Schmied. Ich glaube, es wird auch dunkel. Mittlerweile habe ich das Gefühl. Hier ist wieder irgendwo Wasser, da rauscht es wieder. Das rauscht extrem laut. Ich speichere nochmal. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, hier ist mir nicht ganz geheuer. Da hinten ist auch irgendwas. Und da? Scheiße! Da ist ja jemand. Komm schon! Ja gut, jetzt kann ich mich schlecht hier abrollen, das ist ja natürlich... Na!
Ja, das ist ja super. Ich kann mich ja nicht abrollen. Das ist ja... Scheiß Idee. Okay. Speichern. Okay, jetzt müssen wir den noch besiegen und den. Ich hoffe, der eine geht jetzt gerade weg. Ich sehe. Nein! Oh, der rollt sich auch noch ab. Was ist denn hier los? Ach, du ahnst es nicht. Ich bin gerade umzingelt. Oh, drei Stück. Ihr wollt mich doch am Arsch lecken, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, jetzt umzingeln sie auch mich auch noch. Ich muss wenigstens einen noch ausschalten können. Roll dich rum. Alter, wie hektisch das hier manchmal ist so. Einen haben wir schon erledigt. Komm schon. Scarlet, jetzt roll dich rum. Scheiße. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Ich bin... Oh. Falsche Taste gedrückt. Ich bin fix und fertig. Ich habe überhaupt kein Leben mehr. Scheiße. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Ich habe überhaupt kein Leben mehr. Sieht ihr das oben? Da, wo die 2 steht, da müsste eigentlich noch irgendwo ein bisschen vom roten Balken sein. Ich hoffe, jetzt ist hier alles super. Ruhig. Weh, jetzt 2 steht da. Natürlich stehen die 2 da. Die kriegen natürlich nichts mit. Das, ihr seid echt super Wachen, wisst ihr? Ich kann auf euch echt verzichten. Sagen die noch irgendwas? Auf der Jagd? Könnte heute etwas gefährlich sein. Und der Bergpass ist zu... Ja, ich weiß doch. Bitte, ich muss ja... Schön. Schnauze mal. Mhm. So, ich geh mal zum Schmied. So, ein bisschen Dukaten. Oh, auch nicht wenig. Und mal sehen, ob der mal was mit der Mondklinge anfangen kann. Hey, wie kann ich dir helfen? Erstmal gebe ich ihm aber die Schmiedezange zurück. Hier ist die Schmiedezange. Ah, wundervoll. Und während du im Wald herumspazierst, werde ich diesen verdammten Blasebalg wieder in Schuss bringen. Den hat's nämlich auch noch erwischt. Ich bin wieder ein Schmied. Naja, wenigstens ein unterbezahlter Hufschmied in einem Bergdorf. Oh, Stufe 3. Mann, sind wir schnell. Dürfen wir jetzt wieder ein paar AP verteilen? Ich denke ja, aber das machen wir nachher. Erstmal gebe ich ihm die Mondklinge. Moment, Schmied hier. Hey, wie kann ich dir helfen? Hier, Mondklinge ist kaputt. Ich habe die Mondklinge gefunden, aber sie scheint beschädigt zu sein. Die Mondklinge? Also sind die Legenden wahr? Darf ich sie berühren? Das ist unglaublich. Woher hast du das Ding? Ich erzähle ihm die Wahrheit. Ich bin jetzt mal so offen. Ich traue ihm. Schließlich haben wir noch den Auftrag, ihm die Schmiede nachher in Venedig zu besorgen. Und ich denke, wenn er ein zweifelhafter Typ ist, dann besorgen wir ihm nachher auch keine Schmiede. Und ich denke, wir sollen den nachher noch... Der wird uns nachher noch helfen. Deshalb erzähle ich ihm die Wahrheit. Es war ein Erbstück, das im Waldhaus auf mich gewartet hat. Das hört sich nicht sehr glaubhaft an. Du kanntest den alten Kerl doch kaum. Naja, wie dem auch sei. Das Ding ist beschädigt und unbenutzbar. Solange du also nicht noch weitere Märchen hinterherjagst und hier mit dem legendären Mondstein auftauchst, wird dir das Ding nicht viel nützen. Ach, und bevor du fragst, nur die Bergwerksleute unten im Efeugraben erzählen sich Märchen vom Mondstein. Vielleicht willst du die ja mal besuchen? Ich weiß gerade nicht, was mit Rüstung anpassen gemeint ist, deshalb nehme ich es jetzt einfach mal, weil wir haben ja eigentlich keine Rüstung. Kannst du mir eine Rüstung anpassen? Sicher. Was hast du denn dabei? Ich komme später wieder. So schnell erledigt sich das. Hilfe anbieten nochmal? Vielleicht hat er noch irgendwas verloren. Kann ich dir vielleicht helfen? Du hast mir schon genug geholfen. Auf Wiedersehen. Okay, damit haben wir jetzt auch einen neuen Hinweis zum Auftrag erhalten. Und zwar müssen wir jetzt in den Efeu graben und, ich muss ein spezielles Erz finden, um die Mondklinge zu reparieren. Angeblich kann es in der Kupfermine am Efeugraben geschürft werden. Ein geheimes Erz, das ich suchen muss, um die Mondklinge wieder zu erwecken. Aber ich würde sagen, das mache ich in der nächsten Aufnahme und auch in der nächsten Folge, ja. Und da verteilen wir auch die Punkte, die AP und... war noch irgendwas? Nö, glaub nicht. AP verteilen.
Kupfererz sammeln, Mondklinge reparieren, den Tod ausschalten. Das machen wir alles das nächste Mal. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss.